Willkommen meine hammergeilen Damen und Herren zu einer neuen Folge von Fortnite auf der PlayStation 4. Wir spielen einen neuen Modus, während wir hier von dem ersten Typen doch nicht gut werden. Ah, jawohl, sehr schön. Aber jetzt werden wir gut. Erstmal brauchen wir hier Baumaterial, haben wir nicht bekommen. Und zwar ist das ein Waffenspiel. Es nennt sich Arsenal, Waffenarsenal. Und zwar ist das folgendermaßen, ihr seht oben Waffen. Wenn wir mit der Waffe einen Gegner töten, steigen wir ein Level auf. Das gab es zum Beispiel schon mal in Call of Duty, im Battlefield gab es das Ganze auch schon, in Counter-Strike gab es das. Also das ist nichts Neues, aber es ist etwas Lustiges, was Spaß macht. Da, oh, verdammt, mit Pfeil und Bogen, Alter, da war jetzt flink. Da du halt einfach mal dich halt durchboxen musst gegen andere Leute. Ihr seht, wir haben eine Zone bei Shifty. Das war's dann auch. Zack, immer auf die Füße. Das läuft immer am besten. Schon früher, als das Ding rausgekommen ist, war es am besten. Also, es ist etwas Lustiges. Wir haben nur Shifty. Die Zone geht nicht klein oder sowas. Es bleibt alles beim Alten. Oh, verdammt. Jetzt kommt er da an, ja. Wir hätten springen oder bauen sollen. Es ist halt was Neues. Und meiner Meinung nach ist das auch der beste Spielmodus, den wir seit längerem hatten. Bester Spielmodus 2019 bis jetzt. Hattet ihr einen besseren? Ich denke nicht. Wir gucken einfach mal nach. So. Oh, was? Ich habe noch irgendwas bekommen und jetzt habe ich nochmal gelevelt. Ein Fragezeichen auf dem Kopf, aber wir sind auf Platz 3. Ihr seht das unter der Karte, die Platzierung. Und ganz oben, über den Waffen, seht ihr eine 35 und dann seht ihr da einen blauen Pfeil. Das sind wir und rote Pfeile, das sind die Leute, der halt... der hinter uns am nahesten dran ist und die halt, die vor uns sind. Jawohl, den haben wir. Wir fangen an von Gold, dann geht es rüber nach Lila. Oh, verdammt. Blau, Grün und dann Grau. Also von Super geht es nach Schlecht. Ich hätte es mir andersrum gewünscht eventuell. Als kleine Belohnung, aber das wäre vielleicht schlecht, weil es ja sehr viele Tryharder gibt. Und da könnte es halt sein, dass dann viele Leute halt diese Probleme haben, halt überhaupt zu leveln. Der war schön. Das war mehr Glück als Skill, gebe ich auch offen und ehrlich gerne zu. Oh, verdammt. Was war das denn? Ich war jetzt so ein bisschen infrarot, darauf war ich gar nicht vorbereitet. Danach gibt es eine Minigun und dann die Piraten-Pumpgun. Gut zu wissen. Da sind wir noch gerne mit dabei und hauen und rammen alles weg, was uns in den Weg steht. Auch eine schöne Stelle, wo wir fast alleine sind und dann von Weitem Gegner holen. Oh, verdammt. Das war nicht... das war nicht nett, mein Freund. Das war böse. Da unten läuft da was rum? Ja, da. Dankeschön, dass du dich nicht viel bewegt hast. Solche Leute wie dich mag ich. Wir sammeln sogar noch deinen Stein ein, was du hier fallen gelassen hast. Das ist besser als Sachen abzubauen. Deutlich besser, deutlich schneller, deutlich effizienter. Und das muss ja so sein, Leute. Du musst halt immer denken, wie komme ich an etwas schnell ran? Sei es Kills, sei es Waffen, sei es Munition, sei es Bauzeugs. Immer im Ball bleiben. Nix da, mein Freund. Das wäre zu einfach gewesen. Auch für deine Verhältnisse. Zack, einmal. Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Oh Mann, da bin ich mit so viel Leichtigkeit an die Sache rangegangen. Das kann nicht sein, Leute. Verdammt nochmal. Egal, den holen wir uns noch. Keine Sorge, keine Sorge. Den und alle anderen auch noch, die uns in dem Weg stehen. Zum Beispiel da unten der. Aim ist nicht am Start, Kollege. Bei mir aber auch nicht. Boah, komm. Schneller. Jawohl. Das Ganze ist sprachgesteuert. Komm, sag so schneller schon, geht schneller voran. Vielen lieben Dank. Da haben wir aber auch noch einen hier. Jawohl. Oh, jetzt wird's schwer. Jetzt wird's schwer. Die Armbrust macht nicht viel Schaden. Die Armbrust macht nicht viel Schaden. Da müssen wir am besten zu jemandem hin, der schon angehittet worden ist. Das ist am besten. Ah, nein. Wir wurden nicht von dem vor uns geholt, sondern von dem hinter uns. Und wir sind aktuell auf Platz 1, aber das kann sich ändern natürlich. Ich habe Probleme mit der Armbrust. Ich bin kein Fan von der Armbrust. Aber wenn das so funktioniert, wie es jetzt gerade funktioniert hat, bin ich ein Riesenfan von der Armbrust. So, das Bauen nicht vergessen, das vergessen einige immer wieder. Dankeschön, dass du so nah dran gekommen bist, dass ich dir noch mehr Schaden machen kann. Das sind aber nette Leute, die entgegenkommen, meine Damen und Herren. Das sind sehr nette Leute, die entgegenkommen.
Oh, verdammt. Und er hat nur eine Armbrust. Jawohl. So muss es doch immer gehen, mit Leichtigkeit und Schnelligkeit. Wir sind aktuell nicht deutlich in Führung, aber gut in Führung. Also wir können uns jetzt ein bisschen Zeit lassen und einen Fehler könnten wir machen, wenn wir wollen würden. Aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich weiter voranschreiten. Weil zum Beispiel jetzt auf Grün das erste, was kommt, ist ein Scharfschützengewehr. Ich bin kein Fan von Scharfschützengewehren. Ich spiele ab und zu damit. Und manchmal habe ich so eine Phase, eine erfolgreiche Phase. Wohl angemerkt. Jawohl. Ungefähr so, das war jetzt wieder mehr Glück als alles andere. Wir haben uns wieder abgehoben von den anderen. Das wird ein Sieg mit Abstand, Leute. Das wird ein Sieg mit Abstand. Das muss ein Sieg mit Abstand werden. Hier wurde einer eliminiert. Da. Wir sind ja auch hocken, ey. Das, aber so sollte man dieses Spiel nicht spielen. Also diesen Modus. Denn du musst hier offensiv sein, nicht defensiv. Jetzt kommt hier einer runter, da muss ich... Ah, der wollte mich zubauen. Der wollte mich zubauen, habt ihr das gesehen? Was für ein Sack. Er wollte mich zubauen. Unglaublich. Das gibt's doch nicht. Da chillt sich wieder einer ein, genauso das nicht spielen. Gut. Wenigstens haben wir den geholt und wir sind immer noch schön in Führung. 2-3 Kills, glaube ich. Weißt du, sieht man auch den Rückstand? Na, mit 6 Punkten in Führung. Okay. Das wird kein einfacher Gegner. Und von wo wurden wir gut? Weil der war das nicht. Das war jemand von hinten. Ja, ich habe den gehört. Geräusch von hinten. Jetzt werden wir schon wieder, gleiche Stelle, weißt du? Boah. Denk ein bisschen daneben. Gleiche Stelle. Ah, da war der Gegner schneller als ich. 4 Punkte in Führung nur noch. Ja, das ist eine Problemwaffe, muss ich zugeben. Das ist eine Problemwaffe. Problemkind, Problemwaffe. Vielleicht sollten wir dahin gehen, wo am meisten was abgeht, weil wir da abstauben können mit bisschen Glück. Zum Beispiel so. Hä? Wer ist das denn? Und der kommt drauf nicht klar, dass ich da bin. Das ist mal schön gewesen. Also das ist ein Geschenk. Das ist aber auch ein Sieg, hör mal. Das ist ein Sieg. Wow, was war das denn für einer? Noch 3. Das ist ein easy GG hier heute. Wir waren besser als unsere Gegner. Ein Header. Und jetzt haben wir Pistol. Warte mal, ich weiß, dass man auch jemanden tot schlagen kann und dass das als Sieg zählt. Nein, das kann nicht sein. Wir müssen jemanden schlagen als Sieg. Weil guck mal, was für einen Unterschied wir haben. Ach, 2 Punkte, okay. Oh, verdammt, ich habe nicht drauf geachtet. Oh, was für ein Fail. Das kann nicht sein. Ich habe nicht drauf geachtet, wirklich nicht. Ich habe nicht drauf geachtet, da ist einer. Erstmal mit der Pistole holen. Genauso. Und jetzt versuchen wir einen zu schlagen. Das ist 8 Punkte Führung, das ist sehr gut. Das ist ja ESL-like. Das ist ja Profiliga. Nein, es ist nicht. Profiliga kommen nur noch so 15-jährige Kinder. Okay. Nein, es hat gehittet. Wir haben es gehittet. Wo bist du? Hä? Wo bist du? Komm her. Jawohl, Alter. Boah, den haben wir jetzt aber sowas von gegeben. Hör mal. Den haben wir sowas von gegeben. Meiner Meinung nach eins der besten Spielmodi, die es in Fortnite gibt, Leute. Und ein schöner, epischer Sieg. Mit einem deutlichen Abstand, wo die Gegner sich denken, was ist mit diesem Typen los? Wie kommen wir bloß an diesen Typen ran? Und die Antwort lautet natürlich, ihr kommt nicht an mich ran, ich komme an euch ran, ihr Schweine. In diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen, keep it up, macht's gut und tschüss.